Ja, ein herzliches Hallo zum allerletzten, nicht auf der Saison, allerletzten Part. Ja, Rossi, der Weltmeister. Und vielleicht nächstes Jahr können wir da schon ein bisschen mehr angreifen in Richtung WM. Schauen wir es mal an. Jetzt kommt auf jeden Fall das letzte Mal hier in dem Team Bauelektronik aus Spa. Und da reisen wir gleich nach Valencia. Langer Flug, aber Kerzengrad rüber. Da fahren wir jetzt unser 100% Rennen zum Abschluss. Zweites kleines Special nach dem Folgen. Ich habe den Kommentar nicht gelesen, weil ich das gleich ja danach aufgenommen habe. Aber hochladen werde ich es etwas später. Wie ihr es wahrscheinlich jetzt auch bemerkt habt. Aber ich schätze spätestens morgen, also morgen quasi Samstag, bei mir ist heute Freitag. Ja, dass wir da vielleicht bis Dienstag die Abstimmung dann laufen haben, in welches Team wir wechseln. Aber das werden wir dann entscheiden, oder ich werde das dann entscheiden, wenn es dann soweit ist nachher. Einmal A, was zur Auswahl steht und ob da überhaupt was zur Auswahl für eine kleine Online-Befragung überhaupt zur Auswahl steht. So, 100% haben wir gesagt. Bikeschein lassen wir lieber vielleicht. Dreifachbenutzung ein. Technische Probleme, die lassen wir auch aus, weil das wäre ärgerlich, da irgendwo in der vorletzten Runde dann irgendwie auszuscheiden. Vielleicht. Aber ich weiß vielleicht, wer was da genau passiert, wenn nicht. Aha, nur KI. Aha. KI und Spieler. Ja, Flaggen lasse ich auch aus. Das ist auch ein bisschen unnötig eigentlich. Wen nehmen wir da? Wir nehmen wieder Benz Beast, dass wir da auch 3 Siege haben, dass wir vielleicht doch auch ein Angebot bekommen. Sollte man ihn schlagen. So, jetzt schauen wir nochmal, ob das eh passt. Renndistanz 100%, jawohl, Quali und Rennen realistisch. Und das geht los. Ja, da die Honda, da werden wir auch hoffentlich irgendwann nochmal fahren. Hallo zusammen. So. Und Sonne, ja Gott sei Dank, zum Abschluss, perfekt. Ja, und zum Abschlussrennen, ja, das könnte aber ein bisschen lang werden, wenn ich das Qualifying mit reinnehme. Na, das werde ich dann beim Rennen dann spontan entscheiden, ob ich das mit reinnehme. Das 100% Rennen ist schon lang genug. Na, ich sage einfach mal, ich mache jetzt hier Pause. Ja, ich glaube, so machen wir es. Ja, so machen wir es. Und melde mich dann Ende Q1 wieder. Bis gleich. Ja, das Qualifying. Da bin ich wieder. Ja, verlief einmal ganz gut hier, 2 Sekunden Vorsprung auf Espargaro. Erste Runde war schon top, aber jetzt habe ich dann noch einmal eine bessere rausgefahren. Muss auch sagen, mit Traktionskontrolle, die können wir dann auf jeden Fall ab der zweiten Session ausschalten. Damit endet die erste Qualifying Session. Ja, genau. Beiden Fahrer. So viel einmal dazu. Ja. Dann würde ich sagen, bleiben wir gleich drauf. Nach dem ersten Quali. Probieren wir eine bis maximal 2 hier in dem Quali. Schauen wir mal, die Weichen hinten drauf haben. Eigentlich so mal nebenbei. Ja, das passt. Ja. Fahren wir gleich Traktion. Moment. Mal auf niedrig. Aus. Traktion nochmal auf aus für die erste Runde. Ah, wunderschönes Wetter hier zum Abschluss.
So eine Kurve, da jetzt aufpassen und rausfahren. Ah, da legen wir schon einen Strich hin. Und Wiese und so, wenn man da daneben ist, da muss man ganz, ganz aufpassen. Weil dann, da rutscht man ganz leicht weg. Ja, jetzt sind wir schon eins mit unserer Maschine hier. Da, ja, wieder ein schöner Strich hier. Alles rot, na klar, wir sind auch, glaube ich, der erste auf der Strecke, also, wenn es stimmt. Nein, vor uns fährt einer. Oh! Ja, super. Das haben wir ganz gescheit gemacht. Danke. Und zurück. Uiuiui. Ja. Okay, das war jetzt mein Fehler noch einmal, aber... Was wollte ich jetzt nochmal zum Spaß fahren und schauen, wo wir da... wo wir da landen mit unserer Qualifying-Zeit. Gut, eine hängen wir dran, dass wir wirklich eine normale haben. Ja, da müssen wir da müssen wirklich aufpassen. Wenn die Traktionskontrolle draußen ist, auch auf Standard hier. Es ist zwar noch immer nicht schwierig, aber aufpassen muss man auf jeden Fall. Schön rein hier. Grau, das war wahrscheinlich nur auf meine Zeit, denn ich bin noch immer Erster, ja. Also ein 17.000, das geht. Oder quasi gleich schnell. Sehr schön, da sind wir noch immer relativ gleich schnell, sogar einen dicken schneller, so da sind wir jetzt sicher schneller, weil da haben wir einen Fehler gehabt. Da sind wir schon, ja, da sind ja glaube ich schon im Ziel und wir haben trotzdem eine Sekunde Vorsprung, obwohl wir da ohne Traction Control fahren, ja, da sind sie. Witzigerweise da wieder in meinem letzten Rennen Qualifying nicht gut eingestellt. Sonst immer sau schnell meistens. Und hier irgendwie extrem langsam. Beim Rennen hat es eigentlich ganz gut ausgeschaut. Ich glaube, wir haben die Pole. Nur zum Abschluss noch einmal die Pole, auch nicht schlecht. Und zwar, ah, es ist nur die Kading-Fahrer, oh, okay. Noch keiner sonst, da schauen wir mal, da wird sicher noch was kommen. 04 Lorenzo, das schaut aber gar nicht so schlecht aus für uns. Und yes, Marquez hat es noch geschafft auf die 2. Also normalerweise auf die Pole, aber jetzt sind wir wieder. Karl Crutchlow, die 3. Ja, da gibt er noch mal Gas. Da will er uns auch überholen natürlich zum Schluss hier. Da will er die den fünften Platz. Rest. Best of the rest will er da werden. Oh, Rossi, Weltmeister schon und ist nur Fünfter. Macht auch nichts. Dovizioso, 7. Pradl, 8. Alle da. Bautista diesmal auch. Ja, im Goal gut dabei. Das ist ein 9. Das haut hin. Hayden. Ja, Iannone. Espargaro. Hayden gut gefahren, ja. Aber wieder sieht man genau eine Zehntel langsamer als Dovizioso. Und das ist genau das, was ihm fehlt. Unterm Strich immer. Und dann... vor allem dann über die längere Sicht gesehen. Mit dem Überblick über die Zeiten des zweiten Qualifyings endet unsere heutige Live-Übertragung. Das danke fürs Zuschauen und schalten Sie auch. Ja, danke fürs Zuschauen. Sagen wir dann nach dem Rennen. Jetzt geht's los. 100%. Ich hoffe, es bleibt nicht bei 17 Runden hängen. So wie gestern einmal ein Test in Motegi. Das wäre ärgerlich. Da muss ich dann schauen. In Valencia, wo heute der letzte Durchgang der diesjährigen MotoGP-Saison. Ja, letzter Durchgang. Und die harten Reifen auf jeden Fall drauf hinten. Dass wir da hinten aus das optimal nutzen können. So, und los geht's ins letzte Rennen mit unserer Privatmaschine. Auf der Pole sogar hier. Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa Rossi. Die 6, die hier auch noch. So, schauen wir nochmal die Maschine von außen an hier. Das letzte Mal. Los geht's. Oh, da zieht er schon Marquez weg hier mit seiner Werks Honda. Und Pedrosa, ja, keine Frage, aber keine Chance.
Da kommen alle, da gehen wir gleich ein bisschen auf Vorsicht. Hopp, da gehen wir gleich auf 11 zurück. Also nur da, so da bleiben wir außen. Gut, wenn einer rausfliegt, wird es ein bisschen problematisch, aber es geht alles. Crash aus bis zum Schluss wieder einen Crash. Aber es ist ein Gegner, das ist gut, das heißt, den könnte man schon mal schlagen, wenn man... Oh, da kommt auch Espargaro. Oh, sorry. Ja, Turbulenz noch in der ersten Runde, wo alle noch beisammen sind. So, Bautista auch gut dabei noch, erste Runde, kein Crash noch. Bradle, ja, Bautista mit Bradle natürlich. Die Privat-Hondas duellieren sich da. Bautista über die komplette Saison da keine Chance gegen Bradle. Der hat sich da eher Crash orientiert. Ah, so schnell geht's. Das ist das mit der Traktionskontrolle und das viele reden. So. Ein bisschen weniger reden. Konzentrieren. Ah, hier raus, das ist auch natürlich brandgefährlich. Da zu früh aufs Gas und das Heck ist weg. In unsere 250 PS. Und Hernandez, sehen wir da wieder. Uiuiuiuiuiui. Und wieder. Gleich. Die Balance verloren. 15, na gut, das ist nicht so dramatisch noch. Mit Rosa mit der schnellsten Runde. Überhaupt was. Hector Abera, Abraham. Ja, 30 Runden. Das wird hart. In der Sonne hier in Valencia. Ich habe gar nicht geschaut, wie Grad das hat, aber sicher um die 30. Ich glaube, das irgendwas für den Reifen auch hier zu sagen hat. Er rennt die Tepenier als Teamkollege hinter uns. Johnny Hernandez. Unser nächster Gegner hier. Jawohl, sehr schön. Oder sticht er schon fast rein. Smith hier, Bradley Smith in, auf Punktekurs, sehr schön. So, da brauchen wir jetzt nicht rausfahren, denn der ist schneller. Richard noch mitnehmen hier. Und Espargaro da vorne und vor ihm Iannone. Mit einer Teamkollegen, sehr schön. Und die eine Pramacto-Karte vorne. Das habe ich nachgeschaut auch. Es ist dasselbe Team. Herr Smith, bitte. Jetzt fährt man der wieder so dämlich da rein. Ja, mit den Wiederholungen bei 100% müssen wir da sehr sparen. Ja, ist noch die Anfangsphase auch. Zum Glück ist es relativ selten. Aber das kommt schon das eine oder andere Mal vor, dass man einen reinfährt, dass man da auch entweder gleich stürzt oder so ein bisschen hängen bleibt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, da macht er wieder hier ohne Druck hier, der Kunden Ducati. Die wir ja pilotieren werden, wenn wir das Angebot bekommen. Aber mindestens von Iannone müssten wir das Angebot eigentlich schon bekommen. Also nicht von Iannone, aber von Brabac Ducati. Hier sind es mehr oder weniger zwei Teams, warum auch immer, aber ich habe mir das angeschaut auf der MotoGP-Seite. Ja, sorry. Warum bremst der auf einmal da so komisch? Ja, das schaut nicht gut aus mit den Wiederholungen. So, ich bin ein bisschen früher.
kommt er da wieder. Ja, da schießt mir wieder fast Espargaro ab. Das ist natürlich ein Problem. Ja, gar nicht so einfach. Der fährt er wieder so beschissen, jetzt fährt er wieder hinten raus. Weil er einen Bremspunkt komplett verpasst hat. Ja, das ist leider ein bisschen falsch eingestellt, phasenweise. Aber das wissen wir schon. Wenn der Abstand ein gewisser Abstand ist, dann hält er da einfach rein, auch wenn er hinten rausfahren würde, vom Bremspunkt her. Ah, jetzt mal Traktionskontrolle ist natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ah! Dachte, das geht sich noch aus, aber... So, jetzt gehen wir Abstand. Und raus. Das geht auch vom Gas, obwohl er neben mir ist. Na, ja, das ist auch ein kleiner Bug. Aber macht nichts. Das war jetzt fast riskant, wenn wir da mit dem Hinterrad zu sehr da aufs Green kommen, könnte es das Hinterrad wegziehen. Orange und das Motorrad, ja, das könnte auch problematisch werden, wenn er uns noch ein paar Mal reinfährt. Im schlimmsten Fall ein Ausfall. Schauen wir mal, was ein bisschen wegkommen da, dass wir ein bisschen frei fahren jetzt da in aller Ruhe. Du weißt, 5 von 30. Also ich mache die Spuren zu sehen. Also mal ein bisschen auf unseren Hinterreifen auch aufpassen. Obwohl er hier am Ding schaut er noch ganz gut aus, da am Radar. Hier können wir ein bisschen davon ziehen und beziehungsweise wieder anfahren nach vorne. War schon fast ein bisschen zu schnell. Und der ist da jetzt vor uns. Bradl 7. Crushler 6. Da ist also 5. Es ist Bradl. Bradl? Ah, Blödsinn, Hayden. Da sind wir's. Hayden, da hinter Bautista. Ja, Bautista anscheinend kommt da Bradl-mäßig und zum Crushler nicht ganz mit hier. Orientiert sich da an Hayden. Was wir das hier und heute. Ja, wir nähern uns. Ganz wichtig, über 100% Rennen auch hier sauber zu fahren. Ja, wir kommen wieder ran hier. Da wieder so eine eigenartige Linie haben. Wir sind dran, wir sind dran. Wäre dann Platz 8, wenn wir es schaffen würden. Ja, hinten auf der Geraden hier vorbei am Batista, obwohl er hat aber der dürfte ein bisschen schneller sein und im Windschatten. Oder er die Kunden 100, also langsam ist die glaube ich eh nicht. Hat auf jeden Fall für Hayden gereicht, vielleicht sehen wir, wo Bautista, wenn er überholt, wo er vorbeikommt, ob er auch auf der Geraden oder ob er irgendwo sich vorbeibremst oder auch hier versucht. Haben wir die kreiert, dann fahren wir eigenartige Linien und überholt man über. Ja, da sticht er wieder nicht rein. Erwischt hier. Ja,
aber die Supervision passt das auch hier schön. Oh, da werden wir jetzt nichts riskieren. Ja, die ersten sind ja schon wieder bei der zweiten Kurve links hier. Marquez, oh, erster, ja, daheim. In Spanien. Ja, da. Marquez auf Kurs P2 insgesamt in der Wertung. Fassen wir in den Regen rennen und auf ein paar andere Strecken. Vielleicht war es auch Pech mit ein paar Rutschern oder Reinfahrern oder was auch immer. Ah, trotzdem eine gute Saison von Marquez. Aber die perfekte Saison von Rossi insgesamt gesehen. Wirklich Top-Leistung. Bin gespannt, ob er die jetzt die nächsten Saisonen auch noch wieder so abrufen kann oder ob das auch ein bisschen wechselt vielleicht. Bin ich gespannt. Ja, man kann da nicht so fahren. Also mit voller Traktionskontrolle. Erstens wegen Gummi sparen und zweitens, weil es gefährlich ist. Das passt aber genauso. Ein bisschen kann man da eh trotzdem noch agieren. Sehr schön. Ja, der Aportista abgerissen hier auf Hayden. War ich da jetzt schuld, oder? Das Duell werden wir auch dann noch ein bisschen weiter beobachten natürlich. Und dann jetzt nochmal einen Stich, nein, der war ich nicht, Gott sei Dank. Viel hat aber glaube ich nicht gefehlt. Oh ja, da sind wir schon wieder gerutscht hinten. War schon wieder zu viel. Ja, schon wieder, jetzt ist wichtig vorne bleiben. Oh, da vorne wieder unsere Kurve jetzt da. Boah, ja. Auch natürlich gefährlich. Wenn wir dann Hayden haben, Pradl ist da glaube ich schon zu weit weg. Gut, der ist schon vorne in der Kurve, das, ob wir den dann noch erwischen, man wird dann mal 100% rennen, aber so viel schneller sind wir nicht und langsamer werden sie nicht da vorne. Tritt 37, wenigstens zählt das weiter runter, das passt einmal. Du musst noch angewöhnen jetzt auf jeder Zieldurchfahrt schauen, ob er eh zählt, dass wir das gleich sehen. Ja. Hinten schaut eigentlich ganz gut aus. Leicht angefahren und wir haben schon 10 von 30, also ein Drittel. Das ist einmal, das passt mir schon mal gut mit dem Reifenverbrauch hin. Vorne auch kein Problem, also das passt einmal. Danke, da fährt er mal schon rein. So, sind wir mal Achter. Mal schauen, ob da eben nochmal rankommt bei uns. Also wenn wir jetzt keinen Fehler machen, wird es schwer für ihn. Aber wenn, dann jetzt in der Runde wahrscheinlich, sonst wird er es nicht mehr schaffen.
ich höre noch. Spätestens nach der Runde dann, wenn wir da hier schön durchkommen vorne. Was das dann da vorne? Muss wir doch reden wissen. Ab jetzt. Und er wird schon leiser. 1,27 Lorenzo, da schauen wir gleich mal zum Vergleich, was wir so fahren. Ja, weit weg sind wir aber nicht, oder? 25, 26, 27, 28,0 sind wir da gefahren, das geht eigentlich. Aber eins ist sicher, aufholen tun wir wahrscheinlich nicht. Wir werden mal den Vorsprung jetzt da, den Rückstand auf Bradl beobachten. War das sicher mit 3 Sekunden, habe ich es nicht ganz genau gesehen. So 12, Runde 12, ja, habe ich noch auf der Zielüberfahrt vergessen zum Schauen. Aber Runde 12, das passt. Na, jetzt kein unmittelbarer Zweikampf, jetzt ist wieder ein bisschen weniger zum Sprechen. Ja, bin ich gespannt, welche Angebote wir bekommen. Ich schaue, wenn nur ein interessantes ist, dann nehme ich das gleich an, natürlich. Aber warte mal ab, was wir bekommen. Aber da nach vorne, also kleiner werden sie nicht. Eher größer. So, was haben wir jetzt? Eine 1,27,7. Sehr schön. 3,1 auf Bradl. Okay, das merkt man sich jetzt. Wir haben ja nichts zum Verlieren. Ja, Bradl ist ja außerdem eher ein mehr oder weniger direkter Gegner, aber das ist ein Platz vor ihm. Ich weiß es leider nicht, wie gut ich auf Bradl der Abstand ist. Auf jeden Fall, wen sollte man vor ihm sein? Ja, wir fahren einfach als Racer und schauen, was geht und mehr kann man nicht machen. Da muss ich mal angewendet, ein bisschen früher zu bremsen. Das ist nicht wirklich. Hinten aus, ja, hinten. Marquez noch immer vor Pedrosa, Rossi und Lorenzo, auch der Spanier nur Vierter. Ja, Lorenzo schwächelt ein bisschen. ...27,9, 2,6 auf Bradl, ja, wir holen auf. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt mit Reifen und so. Wenn er abbaut, wird es eher ein bisschen schwieriger mit Beschleunigen. Wir dürfen nur keinen groben Fehler drin haben. Ja, hier raus lassen wir immer leider Gummi liegen, aber viel anders geht das fast nicht. Wenn wir mal etwas besser unterwischt hier den Bremspunkt. Ja, statt Onboard hier immer mit der Traktionskolle aus, das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt sind wir da individuell von Strecke zu Strecke dann beurteilen. Sind unsere Rundenzeiten gut, so schau mal, 25 Grad, die könnte auch gut werden.
Und eine 27,8 wieder. Konstant und 2 Sekunden auf Bradl. Sehr schön. Der fährt zum Glück konstant langsam. So langsam wie wir zumindest. Ah, da rechts ist Roy Körb. Das ist der letzte Punkt zum Bremsen. Ja, wird es auch schon aus seiner Boxentafel sehen. Stefan Bradl, lass mal näher kommen. Also hinten aus, ja perfekt. Zwei von Lorenzo, ja den haben wir überhaupt keine Chance, dass wir den irgendwie mitfahren könnten. Aber ich glaube, diese ist nicht ganz so Bombe, oder? Also 28er Hut nur, mal nieder. Aber 1,8 auf Bradl. Der Seiner ist auch noch 2 Zehntel langsam gefahren wie ich. Ja, vielleicht ist er mit weich gestartet. Das ist nicht mehr möglich, aber das als Hälfte des Rennens, da kannst du nicht. Kann auch nichts sein, theoretisch. Achso, ja genau, Runde 16. Jetzt kommen wir noch Runde 17, oder aufpassen. Also ich. 16 müsste noch passen. Mal geschaut, über der Hälfte schon gefahren und knapp über der Hälfte Gummi, das ist einmal positiv am Hinterreifen. Vorne ist eh kein Problem. Ah, das haben wir auch gut erwischt jetzt, fast schon zu schnell. Schauen wir mal, ja, so grün ist sie auch nicht, aber wieder 28 hoch. Das sind 3, schätze ich einmal, oder? Ja. Na, warte schon. 1,7, ja, jetzt hat sich aber Stefan auch wieder ein bisschen gefangen, nur eine Zehntel aufgeholt. Weil meine Runde auch nicht so Bombe war. Na, und schon der erste Warnrutscher für uns. Ich habe die Botschaft verstanden. Aber er ist einerseits nach vor, schaut auch nicht gut aus für ihn. Also auch zu langsam. Ja, da müsste ja Dovizioso und Crutchlow noch irgendwo sein vor ihm. Wir sehen Spies, den Geldpunkt, er ist fast letzter. Hatte er den Sturz am Anfang auch. Also von dem bin ich auch enttäuscht. Was der Stürze und alles gehabt hat, das ist unglaublich. Ah, wir werden immer langsamer, das ist nicht gut. 28,9 und jetzt wird 2,1 der Rückstand, ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir wieder, müssen wir ein bisschen konzentrieren hier. Im Prinzip hat sich ja nichts geändert.
mal die Kurve so, wie sie gehört, wie sie gefahren gehört. Ganze Strecke ausgenützt. Ich glaube, jetzt sind wir wieder ein bisschen schneller unterwegs. Ah, ich glaube, die Runde wird wieder ein bisschen besser. Jetzt wird wieder ein 27er. Da muss man schon eher näher kommen an Bradl. Ich glaube, die ist gut, die Runde. Ja, 27,5, ja. 1,2 auf Bradl, ja, Wahnsinn. Da ist noch eine Sekunde aufgeholt. Wahnsinn, was da möglich ist. Ja, da haben wir uns aber richtig reingehinkt auch. Ja, und da vor ihm, der ist auch gar nicht so weit weg. 19, ja, jetzt habe ich wieder vergessen zum Schauen. Wir sind schon mal über Runde 17, das ist schon mal sehr positiv. Das brauchen wir nicht. Jetzt habe ich da woanders hingeschaut. Dann fahren wir gleich von da. So, den kleinen Joker ziehen wir jetzt. Wir fahren ohne Traktionskontrolle. Da war ich kurz abgelenkt, ja. Wir sind schon mal dran am Bradl, so mehr oder weniger. 96, oder? Keine Angabe unten. War komisch. Oh, Bradl wird uns schon langsam hören. Wird ihm aber jetzt nicht weiter jucken. Okay, ja, das schaut nach Crutchlow aus. Aber ist dann Dovizioso vor Crutchlow? Das muss ich mir jetzt... Das muss ich mir auch bei der Zieldurchfahrt anschauen. Runde 19, passt das eh? War das vorher auch Runde 19? Dann kriege ich jetzt gleich die Krise. Dann schlafen wir jetzt gleich das Gesicht ein, wenn er jetzt wieder nicht weiterzählt. Er zählt wieder nicht weiter, das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz. Okay, wir wissen 100% drinnen. Ja. Naja. Dann müsste das jetzt rund 21 sein. Ich zähle da mal so mit und fahre das jetzt trotzdem hier zu Ende und dann werde ich es einfach abbrechen. Naja. Den Parken muss ein anderer auch haben, als wie nur ich, oder? Aber das, na gut, die meisten fahren glaube ich nicht 100% rennen, das ist sonst das nächste Problem. Aber das ist schon schwach, dass der jetzt doch relativ oft aufkommt.
Letztens hat es zum zweiten Mal funktioniert. Das habe ich gestern nicht probiert. Es ist möglich bei einer 100% rein. Das nächste Mal, dass wir vielleicht probieren, beim Start gleich noch einmal einen Restart machen. Vielleicht bringt das sicher was. Ja. Okay, Runde 22. Wir zählen mal so mit. Ich hoffe nur, dass wir durch das jetzt dann keine schlechteren Angebote bekommen. Das wäre natürlich ärgerlich. Das ist ja schon ärgerlich genug, dass der Scheißpack da wieder knapp nach der Hälfte immer hängen bleibt. Da kann er nicht einmal die Runden zählen, das ist ja wirklich traurig. Das ist wirklich traurig. Da fahren wir noch ca. 7 Runden oder so. Schauen wir, ob wir da... gerade irgendwie attackieren können. Uiuiui. Was noch mal anbremsen. Dankeschön! Es ist ja... ja, das ist leider ärgerlich hier mit dem Rundenzählen, dass das nicht passt. Ich habe gehofft, dass es nur ein einmaliger Bug war beim ersten Mal, aber ich hab's... aber zum Glück ist es bis jetzt nur beim 100% Rennen aufgetreten. Naja. Mal schauen, wenn wir irgendwie so eine Runde mal fahren, dann gleich einen Restart macht, ob es dann durchgeht. Vielleicht hilft das irgendwie, aus welchem Grund noch immer. Ich würde sagen, wir versuchen noch am Baden vorbeizukommen. So, jetzt war nicht 100% mitgezählt, Runde 24, 25 herum. Da haben wir es halt zu Ende, als dummer so, als wäre nichts. Ich hoffe, man kann das dann abbrechen auch generell. Grand Prix abbrechen, ja passt. Steht da Ziele? Achso, okay, passt. Ja, da haben wir natürlich die Speed-Aufgabe dann auch nicht geschafft. Aber ich möchte zumindest noch 2 zu 1 stehen. Ja, das tut mir leid, aber da kann ich leider nichts machen. Und wir müssen sie eh nicht weit noch einmal fahren. Ja, okay, jetzt reicht's. Ja, nö, fahre ich jetzt nicht nochmal, das bringt nichts. War nicht so schlecht bis dahin. Yep. Wenn sich die Champions auf den Weg in den Parc Fermé machen, werfen wir einen schnellen Blick auf die Resultate. Was? Alle out? Alle keine Time? Naja, immerhin. Gut, dann hat sich da zumindest nichts verschoben oder sonst irgendwas. Und wir sind doch vor Spitze, wie es ausschaut, wenn es passt oder
Keine Ahnung. Übertragung endet okay. Offiziell die diesjährige Motorrad-WM. Ja. Ich möchte Ihnen und Marc ist mit draußen mit selben Punkten. Und hoffe, Sie auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Es verabschiedet sich von Ihnen Edgar Mielke. Es verabschiedet sich von Ihnen mit Edgar Mielke und Bernie Baum. Jetzt mal von der Rennstrecke Yamaha. Gleich viele Punkte mit Honda in der Wertung. Wir Dritter mit unserer Aprilia Racing Technology. Aber Yamaha hat trotzdem die Herstellerwertung anscheinend gewonnen. Zumindest war das Foto oben. Ja, Weltmeister. Wir sind Sechster. Das sieht gut aus. Zweiter und Dritter Marquez mit gleich vielen Punkten. Okay. Wahrscheinlich Marquez mehr Siege. Das haben wir es geschafft. Auch witzig. Achso, wir sind ja indirekt vielleicht als Erster gewertet worden, warum auch immer. So, und jetzt wird's interessant. So, die Zeitung schon mal an, die letzte. Baum ist unschlagbar, er gewinnt in Valencia gegen den Stark. Und da links sehen wir wieder die Prozentzeichen. Doviziosa geht vor Prozent M1R, ja, da ist auch wieder der Fehler drin, das haben sie auch noch nicht korrigiert. Ja, Redding ist sowieso Weltmeister, haben wir gesehen. Dann machen wir noch einen Break. Vollsburg, Aro und Eggeter. Und in der Moto 3. Salom 7 Punkte vor Vinales und Alex Rins nur hier. Und Folge auf seinen vierten. Nur zur Richtigkeit. So, jetzt schauen wir da mal rein. Da haben wir gleich 3 Mails bekommen. Gute Position, Glückwunsch mit dem Ergebnis, hast Vorgaben erfüllt und wir sind mit deiner Performance auf der Piste. Also Frieden, weiter so, Jorika, ja weiter so ist gut, weil es eh schon aus ist. Neues Team, exzellentes Ergebnis, Meisterschaftsergebnis. So, kurzen Pause, ich hoffe, ja, das war jetzt auch nichts Wichtiges. Sag Auftritt der Piste, ehrlich gesagt, Leistung sogar mit selber überrascht. Ich habe heute mit Jörg gesprochen und er sagt mir, dass sie wegen der Überstunden machen. Ja, okay, das ist auch das Mail, was immer ist. Aber persönlich haben wir aber Teams von Ignit Pramac Racing gesprochen, die sind von deiner Leistung sehr beeindruckt und möchten einen Vertrag verhandeln. Ja, das will ich auch. Also, die haben wir mal auf jeden Fall dabei. So. Ja, das 100% Rennen von der Länge haben wir eh trotzdem fast gefahren. Vielleicht probieren wir das nächstes Jahr wieder in Valencia, dass wir da vielleicht einen zweiten Start machen. Nur hoffentlich geht es dann überhaupt. Wenn es halt dann zum Schluss irgendwie spannend ist und um den WM geht, wäre es natürlich wieder blöd, aber... Naja, gehen wir mal zur nächsten Saison. Im Team bleiben machen wir nicht. Angebote anzeigen. So, jetzt schauen wir mal. Da geht's dahin. Okay, nein, der andere ist ein Ding. Okay, ja, da haben wir mal die mit Andrea Iannone. Bautista. LCR Honda gibt auch ein Angebot. Sehr gut. Und dann sind wir schon hier in der Moto 2 und Moto 3. Okay. Ja. Ganz einfach. Das wird die Abstimmung. So, kann ich dann auch weiter zurück? Nein, das geht eben nicht. Ja, jetzt haben wir zwar nicht indirekt das Team von Spies, aber es ist ja trotzdem die Pramac Ducati. Aber ist ja nicht so tragisch. So, auf jeden Fall. Jetzt Pramac Ducati. Go and Fun Honda Cresini. Oder LCR Honda MotoGP. Das ist die Frage. Ja, meine Stimme geht einmal zur Ducati. Radl-Teamkollege können wir irgendwann dann vielleicht auch noch immer machen. Wäre natürlich auch geil hier, Alvaro Bautista. Aber gut. Meine Stimme ist einmal für Pramac Racing und wer sich noch beteiligen will bei der Abstimmung, bitte gerne, die drei stehen zur Auswahl. Hier sehen wir es leicht schwächer, die Pramac, aber das ist nicht so dramatisch, glaube ich. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Saison. Wer da treu dabei geblieben ist, es geht auf jeden Fall weiter mit einem von den drei Teams. Wie gesagt, meine Stimme noch einmal für die Pramac Ducati und ja. Das war's mit der dritten Saison. Die erste in der MotoGP mit dem CRT-Bike von Jorge Martinez.
Nochmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nach der Abstimmung, nächste Woche wahrscheinlich am Dienstag. Oder schauen wir mal, vielleicht lasse ich es ein bisschen länger laufen sogar, dass man da wegen der Abstimmung, dass das ein bisschen passt. Oder wenn eh genug sind, dann, wenn es schon, weiß nicht, 20 zu 5 steht für ein Team, dann lassen wir das am Mittwoch, am Dienstag schon, sonst lasse ich es noch ein, zwei Tage länger laufen, die Abstimmung, und dann starten wir in die neue Saison. Das war's jetzt endgültig mit Saison 3. Ich verabschiede mich und freue mich schon auf die nächste Saison. Da wird sich auch wieder lustig. Wir werden sich eher an die 50% halten, weil bei die 100 haben wir gesehen, gibt es da immer wieder Probleme. Das wäre wieder ärgerlich, wenn wir da in der 19. Runde wieder hängen bleiben, bis ich das nicht wirklich ganz herausgefunden habe, wie das wirklich dann eventuell zum Beheben ist, mit einem gleich, also eine Runde fahren, vielleicht einen Neustart und dann vielleicht geht's. Ist aber auch ein bisschen mühvoll natürlich, keine Frage. Aber voraussichtlich einmal fahren wir wieder 50% und ja, vielleicht zum Spaß mal eins doch zum Test, wenn die Zeit, ist. Ja, das war's, danke. Ciao, Baba. Bis bald.